Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Zusammen mit dem Happy XD. Und im TS ist noch dabei der liebe Stäbchen. Das liebe Stäbchen. Das liebe Stäbchen. Die liebe Stäbchen. sehr witzig. Wir sind voll krass, ne? So, ihr seht's, ich bin wieder auf einer Bienenfarm-Map. Das kann nur eins bedeuten. Ich bin ein Illuminati! Okay, Spaß beiseite. Und Nick ist ich stehe vor meinen 5 Millionen XP. Also wenn man das zusammenrechnet, na, du siehst die 3, das steht schon für Illuminati und die 2 Nullen abgezogen von der 5, weil 2 mal die 0 ist ja 2, ist wieder 3, Illuminati confirmed! Genau, die beiden Nullen sind wir beide hier im Raum. Nein, nee, ich so meine, pass auf, ich muss das jetzt erklären, es sind 2 Nullen und weil es halt 2, Moment, Nullen sind, ja, rechnest du 5 minus 2, weil halt 2 Nullen sind, na? Und dann kommst du auf 3. Und wie wir alle wissen, ist 3... Moment. 3 mal 3 ist 9. Illuminati! Ah. Confirmed. So. So! Wollen wir gleich mal ein bisschen Trickshotten GP? Ja, von mir aus können wir machen. Komm, jetzt das Trickshot Battle einfach nur. Like it, you're perfect. Ist eine Biene schon da von mir? Ist da schon eine Biene von mir? Ich bin noch oben, keine Ahnung. Juckt mich nicht. Müsste eine von dir sein unter uns, ja. Ach, ganz ehrlich, pass auf, dann warte ich noch bis auf die nächste. Das ist jetzt deine. Meine kommt jetzt gleich da hinten. Boss kommt! Boss! Hast du sie erwischt? Ja, ich hab gekommen. Okay, dann bin ich jetzt dran. 3, 2, 1. So, rumdrehen. Sniper. Hardscopen. Bam, Junge. Man nennt mich auch Graf Souverän, ja? Moment. Souverän. Ich bin Deutschkenntnisser. Ich bin voll in Talent und so. Ach ja, ich habe einen guten Witz von meinem Englischlehrer gehört. Pass auf, den muss ich jetzt mal sagen, ja? Für alle jetzt... Ihr beide wisst es, ja? Ihr beide sagt nix. Ja, bitte mal in die Kommentare schreiben. What is black, white and red everywhere? Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Die Zeit ist um! Nehme ich noch auf. Ein blutender Pinguin. Ein Zebra, das seine Zunge hat! Nein, das sind solche Standardantworten, die könnt ihr euch verkneifen, meine lieben Freunde. Wer es jetzt schon eingegeben hat und gedacht hat, es ist richtig, leider nicht. Nicht die Antwort, die ich suche. Ich sage die Antwort bei exakt 5 Minuten. Denkt nochmal drüber nach. Strengt eure kleinen grauen Zellen an, ich weiß, ihr habt welche. Im Gegensatz zu Happy. Nicht mehr. Mann, Marco hat's Maul. Ja, ist wirklich so, der hat's wirklich nicht mehr. Marco hat seine grauen Zellen schon im Mund so viel wie der Qualm. Also. Shut up. Speak English. Badam. Oh, you can't English. Weißt du, wie man das nennt? Flachwitz. Badam. Ja, du hast gerade so einen Flachwitz rausgehauen. Weißt du, was mein Standardspruch dazu ist? Wenn du von deinem Humor leben müsstest, ja, würdest du nicht von der Hand im Mund, sondern vom Arm im Mund leben. Auf diesen tiefen Spruch mit einer tiefliegenden Bedeutung erstmal eine Schweigeminute, bitte. Ja, ich versuche das gerade. Halt die Fresse, Schweigeminute. Was ist Halt die Fresse, Schweigeminute. Dumm, Bitch. Oh, ich hab nicht mehr viel. 20 Sekunden, bitte. Schweigeminute, ab jetzt. Du musst doch bei 5 Minuten deine Dinge aufklären. So, da sind wir wieder. Wir haben gerade eben noch mal kurz Robert Enke gedacht. Wir haben kurz Witz über den gemacht. Ist der Zug eigentlich schon abgefahren über den? So, dann machen wir jetzt weiter mit einem schönen Entertainungsprogramm. Ich sag hier immer, ich entertaine in 8 Minuten so viel wie RTL in seinem Nachmittagsprogramm und noch vieles mehr. Stimmt's, Leute? GP, du hast das vergessen. Ach ja, right away, die Schweigeminute ist vorbei. Ich weiß, dass ich was vergessen habe. Ich warte noch bis 4:30, okay. Und die Auflösung meines spektakulären Rätsels ist, bitte Trommelwirbel jetzt schnell, ist The Yesterday Newspaper. Und wer jetzt so wie Happy komplett auf dem Schlauch steht, weil er einfach mal zu blöde ist zum Kacken, pass auf, die Lösung ist, ich schreibe doch mal die englische Frage auf. What is black, white and red everywhere? Und wer es jetzt immer noch nicht gecheckt hat, ja? Nee, to read, red, red. Red ist die Vergangenheitsform von gelesen.
Also, auf Deutsch, was ist schwarz, weiß und ist überall gelesen? Die gestrige Zeitung. So, ich müsste eigentlich jetzt ein paar Storys erzählen, um die Zeit noch über zu... Ach ja, wir müssen jetzt mal Leute holen, warte mal. Der... Ich dachte nach den 100 erst. Nee, der ist vertrauenswürdig, hoffe ich mal. Weder Raum 3, welcher Raum sind wir? Raum 3, ja? PW war... War das Aldi? Oder was hat Nein, ich... fünf, nee, stimmt, das waren 5 Mio. 5 Mio, genau, weil das ja meine Runde zu 5 Mio ist. Kleiner Tipp, vielleicht, es gibt eh sein nächstes Passwort dann 6 Mio. Ja, echt immer, also wenn es mir drauf ankommt, Leute, immer mal 6 Mio ausprobieren. So, der ACC ist da, kannst du auch noch kommen? Ja, Marco? Was denn? Ja, ich komme für GP und dann geht es mal ein bisschen weg. Was war nochmal das Passwort? 5 Mio. Ach ja, 5 Mio, da war ja was. Oder Happy ist ein Lappen. Ich hab's vergessen. GP. Ja, Sonnenschein. Der Typ war aber auch immer ganz gemein zu mir. Muni alle, nein! Warte kurz, gib mir mal bitte ein paar Hits. Okay, warte, noch ein. Reicht, warte, dann gebe ich dem Boss kurz noch was mit Pistol. Mal gucken, wie viel der frisst. Der frisst ganz schön gut, muss ich sagen. So, Stäbchen ist drinne. Dann hole ich noch ganz kurz ein paar Räudige aus meinem Clan. Ihr seht, Stäbchen hat einen Wehr-Item. Alter, der Boss hat die vollen 50 Felder, ja? Der geht erst noch hier rum, dann hier rum und dann geht er irgendwann hier rein. Ach so? Na gut, ich werde mir noch gerne durchgelassen, da weiß ich ja nicht. Was war nochmal das Passwort? 5 Mio. Alter, ja. Ganz ehrlich, du hast... Doof, Alter, aber das war nicht gerade Mio, Junge, das ist ja nicht mehr normal. Mann, hast du das vorhin verstanden, was ich eigentlich zu dir... Nein. Gesagt, Marco, hör mal auf damit. Marco hält dir seinen Schlepphoden ins Gesicht, das ist eine besondere Ehre. Das macht er nicht bei vielen. Das ist schön, ey. So, ich denke mal, 4 Leute werden reichen. Ich werde zwar nicht so die Ultra, wobei doch 4 Leute reichen, glaube ich, für die XP-Grenze. Hä, lol, wieso ist nicht mehr so viel, Gravi? Hä? Mich hat's rausgeschmissen? Nee. Nein. Jemand hat den Bug bei mir gemacht. Och nein, Alter, wie? Da schreib was schnell. Irgendwas im Chat. Ich sehe die Bienen nicht mehr. Bei mir werden keine Bienen mehr angezeigt. Warte, eine Biene ist gleich. Warte, wo ich bin, über mir. Warte, ich sag dir Bescheid. Leckt's bei dir auch so? Die ist über dir in 3, 2, 1, jetzt. Hab ich die getroffen? Nein. Ich sag dir Bescheid, wenn sie kurz davor ist, irgendwo reinzugehen. Ja, jetzt leckt's bei mir auch. Jetzt geht's wieder. Du musst schnell was schreiben, einfach nur. Jetzt geht's nach unten. Du bist genau vor dir. Ich lauf grad in der Biene drinne. Schieß. Nein, ach, nicht. Okay. Hier, jetzt. Hier, genau hinter der Biene laufe ich. Komm, die geht gerade rein, die geht gerade rein. Ich hab's schon wieder, ich hab's schon, mein Gott, Alter. Jetzt die Biene weg. Ja, super, Alter. Nein, du hast sie gekillt, meine ich. Ah, ne, jetzt ist sie drin. Ja, jetzt ist sie drin. Ja, super, Alter, was soll denn der Scheiß, ganz ehrlich. Unser Team guckt die Level. Ja, aber ganz ehrlich, warum macht jetzt schon wieder so ein Spasti sowas hier? Ja, das ist just for the lols, für alle, die es nicht wissen, das sind HTML-Codes. Da kann man Leute gezielt zum Abschmieren bringen. Alter, toll. Ach komm, Alter, eine Biene. Trotzdem kreuzt es mir an. Warum machen das so viel? Das machen übelst viele bei mir, weil die nicht leiden können, Alter. Was soll denn der Scheiß? Ich hab auch kurz Devil allen mitgegeben. So, Leute, das war's von mir erstmal. Schöne 37.600 XP bekommen. Und wie ihr seht, ich hab 5.006.574 XP. Das tut doch auf der Seele gut, ne? Leute, dann... Ich verabschiede mich schon mal von euch. Moment, mein Fanboy hat was gewonnen. Ein Glückwunsch an dich, Tuji, hier im Video von mir. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann gleich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüss.